Hallöchen ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Genshin Impact und wir sind in Mondstadt stehen geblieben. Wir sollten gerade auf den höchsten Punkt der Stadt, das ist immer noch hinter uns. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal mich weiterhin an diesen sogenannten höchsten Punkt der Stadt begeben. Also immer die Treppen hoch, ne? Nicht so kompliziert. Hier sind überall Leute. Ah, guck mal, das ist dieser Bart oder diese Badin, von der die Stadtwache erzählt hat, oder? Sansa, oh, genau richtig, hör zu. Guten Abend, meine Damen und. Ich kann es immer noch nicht. Sobald es an meinen Auftritt geht, gerät mein Stottern außer Kontrolle. Oh, Stottern? Viel Glück, oder hast du jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Jemand, der aussieht wie du? Ja, habe ich, das habe ich. Wo war es denn gleich? Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Es war in meiner Kindheit. Das war in meinem Lieblingsbilderbuch. Weil der Protagonist, der hatte wunderschönes blondes Haar, so wie du. Oh, du suchst einen Verwandten? Das tut mir leid, das habe ich falsch verstanden. Im echten Leben habe ich niemanden gesehen, der so aussieht wie du. Nein, du hast tatsächlich ein sehr einprägsames Aussehen, also werde ich meine Augen offen halten. Danke, liebe Bardin. Auch wenn die ein bisschen komisch wirkt von ihrer Art her, aber okay. Ah, gibt Schlimmeres. Was es übrigens Cooles gibt, damit mache ich auch gerne die Thumbnails für diese Videos. Ich kann jetzt hier auf Paimon drücken, auf die Kamera. Und dann habe ich hier einen richtig coolen Kameramodus. Da kann ich zum Beispiel ein bisschen ranzoomen, dann sehe ich auch genauer, wie sie denn aussieht und sowas zum Beispiel, wenn ich aus der Entfernung den Charakter nicht so gut erkennen kann oder ja, einfach so gerne ein bisschen hier, genau, schöne Bilder machen möchte. Okay, was ist das hier? Baby. Ah, ich kann Emojis machen. Keine Ahnung, was genau es ändert. Aber okay. Soll soweit passen. Gut, dann gehen wir weiter. Das war auf jeden Fall schon mal der Bade. Haben wir den kennengelernt oder die in dem Fall. So, also da oben müssen wir auf jeden Fall mal hin. Aber das sind noch ein paar Treppen vor uns, wie es aussieht. Also schon ein ziemlich hoher Punkt. Und ich hoffe, wir haben eine schöne Aussicht über die Stadt, weil die Stadt sieht wirklich schön aus. Gut, von so weit weg wird sie ja meistens nicht so krass gerendert, aber ich gucke sie mir natürlich trotzdem gerne mal an. Nur um zu schauen, wie gut es denn gerendert wird von hier oben. Einmal hier hoch. Also man erkennt schon die Dachpfannen noch. Es sieht gar nicht schlecht aus. Es sieht wirklich nicht schlecht aus. Also beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Und da ist der Punkt, wo wir hin sollen. Hier sind auch ein paar Leute, aber wir gehen mal zu der Stelle, zu der wir gerufen wurden. Ein Windgleiter. Okay. Hier ist ja auch wirklich eine coole Sache, Paimon. Ach was. Hat man den ganzen Windmühlen und der Anbetung der Windgöttin nicht erkannt? Okay. Okay. Na dann bin ich ja mal gespannt. Da fährt ein Blaulicht draußen vorbei. Interessant, was hier alles vorbeifährt. Okay. Das ist gefährlich und funktioniert nur im Spiel. Auf keinen Fall nachmachen. Okay. Schiebe den Joystick nach vorne, um deine Figur vorwärts zu bewegen. Drücke die Sprungtaste zum Gleiten. Okay. Und schon gleiten wir. Ich gleite mal direkt wieder gegen die Wand, damit wir gleich wieder hochklettern können. Weil ich gerne nicht von hier aus gleiten möchte. Ich kenne den Gleiter ja schon, deswegen wusste ich das jetzt. Ich möchte euch den Gleiter, für die, die es noch nicht kennen sollten, möglicherweise, gern von einem ganz hohen Punkt zeigen. Und zwar kann man ja hier die Statue hochklettern von der Göttin. Und dann könnte man mal von oben gucken, was denn, also wie die, ja. Wie die Stadt einmal aussieht und wie der Gleiter von weiter oben aus aussieht und funktioniert. Okay, hier komme ich gerade nicht so wirklich weit. Autsch, das hat viel getan. Ich habe auf jeden Fall letztes Mal geschafft, da irgendwie hochzuklettern, aber ich muss mal eine perfekte Route finden. Also am besten über diesen Umhang, alles klar. Okay, also so hier und dann hier direkt an den Umhang dran. Einmal schön schauen, dass die Ausdauer voll ist. Ne, das war nicht gerade perfekt. Oha, das wird jetzt hier eine Herausforderung. Okay, vielleicht von hier. Ne, das leite ich direkt wieder runter. Dann muss ich mich ein bisschen klüger positionieren, aber dann wird das schon. So, okay, also einmal so. Und dann. Ja, jetzt bin ich an was anderem dran.
Wo habe ich mich jetzt hingeschwungen? Hier erkennt man nicht viel. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist hier auch die Seite nicht schlecht, aber ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich probiere es jetzt mal ganz kurz. Ich mache einen kurzen Cut. So, bin oben, okay. Aber ich bin noch nicht in den Händen, wo ich gerne hin möchte. Deswegen ganz vorsichtig. Boah, da darf man nicht runterslippen, das ist sonst ganz blöd. Und wir haben es geschafft. Wir sind in den Händen. Yeah, wenn das nicht ein cooles Bild ist, dann weiß ich auch nicht. Da werde ich auf jeden Fall vielleicht, ja doch, ich glaube, ich mache da ein Thumbnail draus. Für dieses Mondstadt. Ja, je nachdem, ob sich das anbietet. Die Mondstadt-Erkundung. Okay, und dann würde ich mal sagen, wir springen jetzt und gucken, wie weit wir mit dem Gleiter kommen. Ah, schön. Einmal schön mitten in Mondstadt reinfliegen. Und da unten ist auch ein Punkt, wo wir hin sollen. Hinten sieht man natürlich auch nochmal den Rest der Welt. Aber Mondstadt ist natürlich das Wichtigste gerade. Also, ich probiere mal zwischen den beiden Dächern hier so ein bisschen lang. Dann reicht das sogar noch, um direkt bis zu Ember da unten hinzukommen. Oh, hier ist noch ein Teleportationsstein. Den nehme ich mit. Komm. Nützt nichts. Teleportationspunkt muss freigeschalten werden. Kriegen wir auch noch ein bisschen Belohnung für. Karte können wir auch mal kurz öffnen, damit wir mal zeigen können. Habe ich überhaupt schon gezeigt? Ich glaube nicht. Das ist die Karte. Das ganze Ding heißt Sternfalltal. Erkundungsfortschritt 6% ist wirklich nicht viel. Aber wir haben auf jeden Fall Mondstadt ist schon mal ein bisschen hier genauer erkannt. Wir waren ganz oben schon. Beziehungsweise nicht ganz oben. Wir waren bei der Statue, aber wir waren noch nicht bei der Kathedrale hier oben. Bei dem See waren wir schon und hier sind auch ein paar Teleportationspunkte schon eingezeichnet. Okay, wird aber noch viel mehr kommen bei der Karte. Die ist ziemlich groß. So, hallo Ember. Ah, das sieht so schön aus, die Stadt. Mal ein bisschen windig, ne? Oh, das ist ja nicht mal schnell aufziehenden Nebel. Oh, hallo. Wie heißt er nochmal? Irgendwas mit Donner, Dimmer, Drache, Bringer, Hämmer, Hammer, Dämmerhammer? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Aber er fliegt hier auf jeden Fall durch. Also er wagt sich bis in die Stadt rein. Oh. Und er macht Tornados in der Stadt. Das ist aber nicht gut. Komm, jetzt kann ich ja schon mal fast fliegen. Guck mal, ich sink nicht mal runter. Ja, fliegen konnte ich ja vorher auch schon. Das heißt, es ist ja schon mal nicht komplett ungewohnt für mich. Deswegen werden wir mal gucken, ob wir uns jetzt hier ein bisschen wacker schlagen können. Ja, hier nochmal ein schöner Tipp über Tore der Wiedergeburt. Aber jetzt geht es erstmal, glaube ich, ein bisschen um was anderes. So. Was können wir hier machen? Who said that? Fragt Paimon. Ich glaube, das war der Junge, oder? Der Junge aus dem Wald. Das können wir mir ziemlich gut vorstellen. Piu, 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 piu. Oha, wir machen ordentlich Damage. Auch wenn es jetzt auch nicht besonders schwer ist. Ich meine, wir können eh nur links und rechts fliegen und ich muss nur gedrückt halten, also. Ich kann jetzt, also wirklich viel kann ich jetzt hier nicht machen. Ich kann mich jetzt hier so ein bisschen drehen, aber auf dem Bildschirm bewege ich mich nicht mal. Von daher, ja gut. Wir sind richtig weit oben, wieso sink ich nicht runter oder so? Finde ich ja beeindruckend. Aber ja, habe ich kein Problem mit. Komm schon, Drache, du musst vor meinem Visier. Ich kann nämlich sonst nichts machen. So. Oh. Also ganz besiegen können wir ihn natürlich nicht. Boah, er fliegt da weg. Ist ja mal wieder typisch. Aber schon mal ein bisschen angekratzt haben wir ihn auf jeden Fall. Ja, mach das so wegkommst. Ja. Und ich bin jetzt irgendwo mitten im Himmel. Ganz weit weg von allem, was auf der Erde so kreucht und fleucht. Aber okay. Na ja gut, dann würde ich mal sagen, flieh da mal wieder runter und dann gucken wir mal, was da die anderen zu sagen. Wir haben nämlich den Drachen abgewehrt. Wir waren der Held. Hallo. Also die anderen sind Ember. Oh, und wer auch immer das ist. Knackiger Hintern hat er auf jeden Fall. Ja, yeah, easy going. Ich bin ein weiterer Sturm natürlich, guck mich an. Ich sehe aus wie ein Monster.
Was müssen wir? Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. Wir sind einfach von weit weg. From afar. Ja. Is that all we know of them? Long story short. Okay, jetzt erklärt sie, glaube ich, ein bisschen, kann es sein. I see. Welcome to Mondstadt. Although you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Ja, ach, was du nicht sagst. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the animal god. Ich bin mir auch nicht sicher. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Ja, wir konnten ja schlecht dastehen und dem Unglück zusehen. Oder gern geschehen, wie wär's mit einer Belohnung? Ach komm, ja, so arrogant sind wir jetzt nicht. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. Wirklich, wir waren so hoch im Himmel, ich hätte nicht gedacht, dass mich irgendjemand sehen kann, aber the acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you and formally invites you both to our headquarters. Ja. Paimon hat mir natürlich auch geholfen. Okay. Figurenzierde. Ich kann mich jetzt umziehen. Coole Sache, das muss ich gleich mal ausprobieren. Wo ging das? Hier oben und dann auf das hier. Ah, okay, ich kann nur den Gleiter ändern. Das ist der, den ich aus so einer Kiste gezogen habe. Oder den ich als Belohnung für irgendwas bekommen habe. Aber ich nehme den auf jeden Fall. Hintergrund. Achso, das ist Story. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir nochmal ein paar Daten hier. Die ich mir jetzt nicht angucken muss. Und das war es eigentlich soweit, oder? Könnte ich... Ja, doch. Ich bin erstmal zufrieden soweit. Hochstufen. Kann ich auch Ember hochstufen vielleicht? Weil, ich meine, ich habe das jetzt gerade nicht so nötig. Ich könnte sie 5 Stufen hochstufen. 4, 2. Okay, ich mache erstmal 2. Achso, dann ist sie Stufe 5. Achso, ist das was anderes? Ist das irgendwie ihre Dingsstufe? Warte mal. Stufe 5. War sie nicht schon höher? Achso, ich habe sie noch gar nicht gelevelt. Stimmt, in dem Run hatte ich sie ja noch überhaupt nicht gelevelt. Nur mich selbst. Dann mache ich sie auf Stufe 8 natürlich. Okay. Und dann, 5 Stufen höher. Hätte schwören können, ich hätte sie schon gelevelt. Naja, egal, wie dem auch sei. Gehen wir mal zu diesem Dings auf unserer Karte. Monster sieht ein bisschen anders aus, ne? Hat sich ein kleines bisschen verändert. Gerade war es noch so schön und idyllisch, jetzt ist es in Chaos versunken. Na gut, wie dem auch sei. Wo genau muss ich hin? Irgendwie in die Richtung. Ist das hier vielleicht direkt der Ort? Ja. Die Karte sagt auf jeden Fall ja. Also will ich dort auch hin. Let's head in. Okay. Paimon? Sollst du dir ansehen. Hast recht. Und das werde ich jetzt auch tun. Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin. Auch meine... Meine einzige? Ja, wobei Ember ist jetzt natürlich auch dabei, aber Paimon ist schon seit 2 Monaten dabei, laut Story, von daher. Oh, hallo. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax, I'll lend a hand when the time comes. Jean. Sally. Okay, das ist dann wohl die Meisterin. Okay, er hat kurz erklärt, was abgegangen ist. Mondstadt welcomes you, Windborn Travelers. Danke. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Sie ist aber die Bibliothekarin. Auch nicht schlecht. Oh, are you sweeties here to help us out? Ah ja, auf jeden Fall. You're both so adorable. Dankeschön, das möchte ein Krieger doch hören. Sadly, the timing is regrettable. Ja. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, habe ich auch gemerkt. Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. Ja, das ist natürlich das Schlimmste.
if it weren't for this interference. The Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. Ja, schon okay. We ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Ja, wir kommen in diese Welt mit unseren Problemen rein, aber die haben selber größere Probleme. Ich werde das natürlich nicht alleine mit dem Ritter-Orl überlassen. Super, gebt Bescheid, wenn ihr etwas Neues gibt, wo kann ich schlafen? Nee, aber also so arrogant mag ich nicht. Good. In that case we need a plan. Ja. With Stormterror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Oh, cool. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Okay, also die Power von diesem Drachen ist in den vier Tempeln wahrscheinlich aufgeteilt. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Okay, er nimmt seine Kraft aus den Tempeln. Our objective is to deal with three of the four temples. Okay. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Ich weiß nicht wieso. Heimann doesn't. Ich auch nicht. Für Einheimische ist sicher klar, wir kümmern uns später darum. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There is no point in maintaining a defensive position. Alright, we need to take initiative and act before the situation escalates. Okay, wir sollten uns zu den Tempelruinen aufbrechen. Na gut, alles klar. Gebet, du kannst nun beten. Schicke deine Wünsche in die Welt und dann ist das Ding auch schon wieder weg. Dann als nächstes, was haben wir? Händler. Der Händler ist nun verfügbar, gibt dem Sternstaub und Sternglanz und dann ist das auch schon wieder weg. So, okay. Ich kann hier mit den Leuten reden. Die haben jetzt halt gesagt, dass wir raus müssen und vier Tempeln drei clearen müssen, damit der Drache keine Kraft mehr davon beziehen kann. So, ich kann auch Ember wählen, das ist ganz lustig. Wir haben hier zwei Embers. Ember und Ember. Wanna team up with me? I should warn you though. I don't slow down for anyone. Greenhorn or otherwise. Ich bin trotzdem besser. Jean scheint ja sehr zuverlässig zu sein, was den Windgleiter angeht. As a novice within the Knights of Favonius, your understanding of the wind is absolutely crucial. Gehör jetzt auch zum Orden? Leave the advanced windglider training to me. Okay. Alles klar, ich rede jetzt nicht mit jedem Einzelnen. Wir haben ja noch eine Bibliothek, ich kann ja mal kurz in die Bücher gucken. Ja, aber nicht als Ember. So. Was stand da? Ich pack die Bücher gleich ein. Ja, cool, dann gib mal alle her. Dann guck ich mal hier im Büchermenü. Lesen. Bei den Göttern, Vorwort. Oh Gott, never mind. Achso, da habe ich noch dieses Ding. Was ist das? Blutroter Kristall. Auftragsobjekt. Ein Kristall in Form eines Wassertropfens. Ein tiefes Rot durchzieht ihn. Vielleicht hat dieser Drache ihn zurückgelassen. Die seltsame Person, die neben ihm mit dem. Die eben mit dem Drachen gesprochen hat, weiß vielleicht mehr, aber wo ist sie hin? Ich glaube, der hat schon wieder mit mir gesprochen, als ich gegen den Drachen in der Luft gekämpft habe. Cool, alle Bücher mitgenommen. Aber, achso, ich soll einmal beten. Einmal gucken, was das bringt. Ich kann solche Dinge einsetzen. Fürs Video kann ich das eigentlich gerade mal machen. Das kostet 10, ich habe 0. Von den Dingen habe ich 8, habe ich 11, brauche ich 8. Von denen habe ich auch 10, also ich könnte mir entweder Mona... Oh, verschieden hier. Ich weiß gar nicht, was passiert da, wenn ich jetzt hinbete. Noel hat ein Breitschwert, wie es aussieht. Was das für Viecher sind, weiß ich alles nicht. Sind irgendwelche. Okay, ich mach mal das, weil es gibt einen Rabatt. Einmal beten, was kriege ich jetzt? Ich wollte es einfach nur mal gemacht haben, auch fürs Video. Und ich habe das vorher auch noch nie gemacht. Ah, ich habe ein Schwert bekommen, okay. Eiserner Schatten heißt das Ding. Herrenloser Sternstaub 15 Mal. Und dann kriege ich zusätzlich noch... mal eiserner Schatten. Außerdem noch ein Bogen, der auf jeden Fall wahrscheinlich stärker ist als der von Ember. Und dann gerade nochmal einen eisernen Schatten, sowie ein Magieführer, ein Buch. Und nochmal eine kühle Klinge, ja, okay. Und dann noch schwarze Quaste. Und ein Charakter, ich habe Noel bekommen. Oder Noel, ich glaube, das spricht man ein bisschen flüssiger aus. Okay, cool. Und noch ein Buch, und noch ein Buch. Gucke ich mir gleich im Inventar an. Oh, meine ganze Liste an Sachen. Dann werde ich mal gucken, was mir das jetzt gebracht hat. Und dann noch diesen, also 135 herrenloser Sternstaub erhalten.
Keine Ahnung, was das bringt. Das bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal ins Inventar gucken. Nützt nichts. Einmal nochmal in die Errungenschaften rein. Hier habe ich nämlich noch das hier bekommen. Wunder der Welt. Nochmal 5 Dinger. Gut, ist jetzt nicht so krass. Was war hier? Einsammeln. Nochmal 5 Urgesteine. Aber die haben auch verschieden viele Sterne, die Urgesteine. Also, ich weiß nicht genau, was die bringen. Von daher, ja. Ah, guck mal, da sind sie. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die kann ich auch im Shop benutzen. Oder in diesem in dieser Gebetssection. So, ganz viele ganz krasse Waffen. So, Steinschleuder, ich glaube, was hat Ember gerade ausgerüstet? Dieses Ding hier, den Jagdbogen. Der macht noch weniger als das Ding, obwohl Stufe 1 ist. 38, 38. Gut, da habe ich noch dieses Schwert hier, das macht 39. Das Schwert, was ich habe, macht gerade 70, aber auch nur, weil ich so krass verbessert habe. Das Ding hier, was macht das? Auch 39. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben nur drei sternige Sachen. Und dann halt noch dieses Ding, was Noelle jetzt hat, dieser Zweihänder, aber ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Charakter ist. Ich würde einfach mal dieses Ding hier nehmen, die kühle Klinge. 12% zugefügter Schaden, 30%. Das sieht aber stärker aus. Das sieht auf jeden Fall stärker aus. Das heißt, ich nehme jetzt das hier. Details. Verstärken. Und dann packe ich da die Duplikate rein, vielleicht. Dann dieses Ding hier. Und. Ich habe 24 Kristalle. Ja, dann packe ich da, keine Ahnung, 10 Stück rein und drücke auf Verstärken. Kriege ich 8 Level dazu. Da kann ich es auch gerade noch jemandem ausrüsten. Automatisch hinzufügen. Ah, oh, nee, das wollte ich nicht. Hier, sofort anlegen. Macht jetzt 62 Schaden. Ist immer noch. Achso, es kann nur Noelle tragen. Das trifft sie, dann gebe ich ihr das gerade. Das ist nämlich ein Zweihänder. So. Kriegt sie das gerade, okay. Hat sie es jetzt ausgerüstet? Ja, hat sie. Okay, und dann kann ich noch den Bogen. Ember geben. Ich nehme den hier. Und sofort anlegen für Ember. Zack. Und dann kann ich den nochmal verstärken. Vielleicht mit ihrem alten Bogen. Dieses alte Schwert hier. Und die Bücher habe ich eins doppelt und dann vielleicht noch ein paar Kristalle. Einfach mal so ein bisschen random. Ich mache hier noch ein bisschen mehr, dass es Level 8 wird. Okay. Zack. Und dann ist der Stufe 9 insgesamt und macht 58 Schaden. Dann sind wir auf jeden Fall alle schon mal ein bisschen besser dabei. Mein Schwert ist immer noch mit 70 zwar stärkst, aber ist ja okay. So, gucken wir mal. Wir haben jetzt ja Noelle im Team. Wurde durch ein Gebet hervorgeholt, aber okay, ich kann sie nicht auswählen. Ist sie einfach, also sie ist einfach nur mit dabei. Vielleicht ist das, also ich weiß nicht ganz genau, sie ist, oder muss ich sie noch offiziell hinzufügen? Keine Ahnung. Figuren? Noelle? Also hier ist dieser Charakter. Aber ich kann ihn noch nicht nehmen. Oder vielleicht muss ich noch im Team richtig mit reinfügen. Funktioniert das Gruppe? Komisch. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, wir müssen noch dieses Regal ausräumen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Hier sind nämlich auch noch ein paar Bücher. Keine Ahnung, wofür die gut sind, aber ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Und dann aber nichts wie raus hier. Tür auf. Und dann haben wir hier noch einige Räume. Also ich meine, das ist, glaube ich, ein ganz schön großes Haus. Boah. Boah, hier sieht so krass aus. Ey, ich könnte das ganze Haus mir angucken. Und mir würde wahrscheinlich so schnell nicht langweilig werden. Boah, also ich. Okay, gut. Ich muss mir das Haus auf jeden Fall nächste Folge nochmal angucken. Aber jetzt reicht's erstmal mit der Folge. Dieses Buch noch. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Däumchen nach oben, einem netten Kommentar oder vielleicht sogar mit einem Abonnement. Oder würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao. Hehe.